Die A9. Täglich befahren von zigtausenden Pendlern, Fernfahrern und Urlaubern. Eine der am meist befahrenen Autobahnen Europas. Seit 19 Jahren arbeitet Reinhard Heilmeier bei der Autobahnmeisterei München-Nord. Das bedeutet jeden Tag Pflege und Kontrolle von 110 Kilometern deutscher Straße. Die Hauptaufgabe, was ich jetzt momentan habe, ist der Streckendienst. Das ist halt, wenn irgendwelche Gegenstände auf Fahrbahnstandspur liegen oder wenn Schilder beschädigt sind, umgefahren oder durch starken Wind umgefallen. Die ganzen Verkehrseinrichtungen, die Leitereinrichtungen, Leitpfosten kontrollieren, ob die Spiegel alle komplett sind oder defekt. Die Autofahrer bedanken sich auf ganz besondere Weise. Der Kollege ist schon mit Windeln beschmissen worden, also mit gefüllten Windeln. Kollegen haben den 52-Jährigen zu einem Einsatz gerufen. Er soll mit Warnschildern eine geplante Baustelle absichern. Auf dem Seitenstreifen stehen, während PKWs mit 180 Sachen vorbeirasen. Bekommt man es da nicht mit der Angst zu tun? Nein, eigentlich nicht. Aber wenn ich Angst haben würde, dann müssen die aufhören, dann müssen die kündigen. Dieser Beruf erfordert nicht nur eine Menge Mut, sondern auch ein gutes Auge. Zerplatzte Autoreifen, herumliegende Metallteile oder gar Löcher im Fahrbelag können jederzeit schwere Unfälle verursachen. Während der Arbeit darf auch die eigene Sicherheit nicht zu kurz kommen. Wenn ich hinter dem Auto stehe, dann kann ich den Verkehr besser beobachten. Wenn jetzt irgendwo einer auf der Standspur fahren würde, dann kann ich mich vielleicht nur durch einen Sprung über die Leitplanke retten, wenn es wäre. Kilometer und 8 Stunden später beendet Reinhard Heilmeier seine Schicht. Morgen früh ab 6.30 Uhr wird der Straßenwart seine Arbeitsschuhe und damit wieder eine große Verantwortung für viele deutsche Autofahrer tragen.